Sport ist eigentlich sie. Frankfurt, ihr seid die schönsten Zuschauer, die ich bis jetzt in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich würde euch niemals anlügen, niemals im Leben nicht. Okay, die Hände bleiben oben, Frankfurt. 1978, er kam ohne Schatten auf die Welt. Seine Mutter musste putzen, denn sie hatten noch kein Geld. Andere Sorgen als manche Leute, die mit Geld gesegnet sind. Eine starke Frau, die im Problem schwimmt. Zehn sind auf ihren Wangen zu erkennen, wenn sie schlafen will. Sie wollte nicht viel, nur seinen Magen füllen. Er hat sie im Stich gelassen, sie konnte es nicht verkraften. Es ist leicht, ein Kind zu machen, doch bring mal ein Kind zum Lachen. Kind zum Lachen, auf sich allein gestellt, hat sie ihn dann großgezogen. Sie war für ihn da, sie hat auf ihren Tod geschworen. Doch was dem Jungen einfach fehlte, war eine harte Hand. Eine Mutter kann Sachen nicht rüberbringen, so wie sein Vater kann. Er hat gemacht, worauf er Bock hatte, was er gerade im Kopf hatte, weil er diesen Umgang mit gesockt hatte. Da brachten Bullen ihn zum ersten Mal nach Haus, mit 13 bewaffnet, das erste Mal geklaut. Eines Morgens bin ich aufgewacht, ich wusste schon sehr früh, ich bin ein Teil von ihm, Teil von ihm. Ich wollte sein wie sie, kein Therapeut, Pädagoge konnte mich damals im Heim entziehen. Ich wollte sein wie sie, ich hatte Koks, hatte Rat, hatte Ritz, es war mein Gebiet, mein Gebiet. Ich wollte sein wie sie, Mama, es tut mir leid, du weißt und ich weiß, du verzeihst mir nie, verzeihst mir nie. Doch ich wollte sein wie sie, so sein wie sie. 2 Jahre später, 15, vorbestraft, Streit mit dem Lehrer. Mit 16 wurde er rausgeschmissen. Er fing an, zu den falschen Leuten aufzublicken. Er war jung, drauf geschissen. Wer entscheidet schon, was falsch oder richtig ist? Wichtig war ihm Geld und er verdickte Trips. Fremdsam kamen die Großen auf ihn zu. Er wurde ihr Kurier, also fickt auf jeden Wichser, der studiert. Das Motto auf die Schnelle, was verdient Kriminelle? Hat er guten Stoff, bestelle ich bei ihm. Er sah die ganzen Älteren, die alle schon einen Namen hatten. Gangster, die sich Namen machten, Mutter bei die Strafe lachten. Das hier ist Berlin. Er hatte keinen Vater mehr. In Bezug auf seinen kleinen Bruder fühlt er sich, als ob er Vater wäre. Räumte jeden Laden leer. Er wollte wie die Russen sein. Doch wie soll man sowas diesem Staat erklären? Eines Morgens bin ich aufgewacht, ich wusste schon sehr früh, ich bin ein Teil von ihm, Teil von ihm. Ich wollte sein wie sie. Kein Therapeut, Pädagoge konnte mich damals im Heim erziehen, Heim erziehen. Ich wollte sein wie sie. Ich hatte Koks, hatte Rat, hatte Ritz. Es war mein Gebiet, mein Gebiet. Ich wollte sein wie sie. Mama, es tut mir leid, du weißt und ich weiß, du verzeihst mir nie, verzeihst mir nie. Doch ich wollte sein wie sie, so sein wie sie. Und die Jahre vergingen. Er bereut bis heute keiner seiner Taten als Kind. Er geht auf die Ende 20 zu. Er sucht den inneren Frieden, doch guck, er kann nicht ruhen. Wenn ihn das Verlangen ruft, es wurde ihm beigebracht. Das ganze Leben ist vergleichbar mit einer Einzelhaft. Dreh nicht durch, beweist dir was, es ist ein Geistesblitz. Er sieht die Älteren von damals, aber heute sitzen beide hier an einem Tisch. Und was für Töte dieses böse Blut hat, dass du in der Höhle eines Löwen suchst, wenn der Instinkt zum Töten ruft. Töten, um zu überleben. Wenn du Vermögen hast, nicht drüber reden. Es gibt falsche Freunde, die bei Brüdern stehen. Und deswegen bin ich nur noch im Café. Und deswegen werde ich nur noch hier gesehen. Das ist Al-Bustan. Guck, was im Ghetto so passiert. Du kannst mich aus dem Ghetto holen, doch das Ghetto nicht aus mir. Hier bin ich aufgewacht, ich wusste schon sehr früh, ich bin ein Teil von ihm, Teil von ihm. Ich wollte sein wie sie, kein Therapeut, Pädagoge konnte mich damals im Heim erziehen. Ich wollte sein wie sie, ich hatte Koks, hatte Rat, hatte Ritz, es war mein Gebiet, mein Gebiet. Ich wollte sein wie sie, Mama, es tut mir leid, du weißt und ich weiß, du verzeihst mir nie, verzeihst mir nie. Doch ich wollte sein wie sie. Frankfurt, wir brauchen alle eure Hände.